Hallo zusammen, ich bin mal wieder mit dem Mountainbike unterwegs und nutze das schöne Herbstwetter. Heute bin ich im Windpark Ettenheim-Kippenheim unterwegs, nördlich von Freiburg. Und hier gibt es einen ziemlich coolen Aussichtsturm direkt am Windpark mit super Blick auf die Anlagen und den umliegenden Schwarzwald. Ich stehe hier direkt unterhalb der ersten Anlage. Die ist echt zum Greifen nah. Ja, hier stehen drei Nordex N62, 1300 kW, auch schon wieder Oldtimer mittlerweile. Die sind auch schon 20 Jahre alt, wurden 2000 errichtet hier. Hier sind die anderen beiden. Ja, leider geht heute nicht so viel Wind. Ist eine sehr komische Wetterlage. Ja, Anlagen stehen leider. Aber was ich ziemlich cool finde, dass die Anlagen nicht die Flügel aus dem Wind pitchen, sondern dass die Flügel einfach so stehen bleiben. Ja, hier weiter hinten ist dann noch eine Nordex N80, 2,5 Megawatt, aber auch schon wieder eine alte Kiste, jetzt verglichen mit der neuen Generation N149 zum Beispiel. Ja, und dann hier weiter hinten ist noch eine Anlage, eine Südwind S77, die gehört auch noch zum Windpark. Ja, ist echt wieder ein wunderschöner Herbsttag. Richtig tolle Farben. Und hier hat man echt eine super Aussicht auf den umliegenden Schwarzwald. Hier hinten ist der benachbarte Windpark. Gehört auch zu Ettenheim. Das ist der Bürgerwindpark Südliche Ortenau. Mit insgesamt 7G-Anlagen. G2,75 120, da fahre ich später eventuell auch noch hin. Da ist die siebte Anlage. Ja, hier weiter hinten in der Ferne sieht man sogar den Windpark Biederbach, den ich jetzt schon in einigen meiner Videos kommentiert habe, mit der E92, E103 und EP3. Hier rechts ist der Aussichtsturm, von dem ich den Windpark hier auch schon mal gefilmt habe. Der Hühnersedelturm. Und ja, jetzt gucke ich ihn mal von der anderen Seite an. Ja, es ist echt eine verrückte Wetterlage hier. Das gibt es im Herbst öfters. Herbst, Winter gibt es öfters, dass man hier eine Inversionswetterlage hat. Das heißt, weiter unten im Tal ist es kälter und der Nebel hält sich im Tal. Und oben ist es wärmer und hier scheint die Sonne. Hier hinten sieht man schön die Vogesen, das ist schon Frankreich. Und unten im Tal hängt der Nebel. Aber hier ist schönstes Wetter. Sehr geil. Ja, hier ist ein großes Repowering geplant. Hier soll in den nächsten Jahren der Windpark Schnürbuck entstehen. Die fünf Anlagen hier im Windpark Ettenheim-Kippenheim sollen abgebaut werden. Und in Planung sind drei Enercon E160, ziemlich geil, mit 5,5 Megawatt, 166 Meter Nabenhöhe. Das ist echt krass. Ja, momentan hat der Windpark eine Leistung von 7,9 Megawatt und mit drei E160
wären es dann aber 16,5, also doppelt so viel. Krass. Ja, der Antrag ist eingereicht. Die Genehmigung kommt hoffentlich nächstes Jahr. Und dann nächstes Jahr werden die Anlagen hier abgebaut. Und 2022 geht es dann wahrscheinlich los mit dem Bau. Und 2023 geht er dann ins Netz. Also es dauert noch ein bisschen. Aber das ist echt spannend. Ja, ich werde mal ein bisschen im Windpark rumfahren und schau mal die einzelnen Anlagen mal an. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der Nordex N80. Die steht hier auch schön im Wald. Ist jetzt auch schon ein echter Oldtimer. Die hat bestimmt auch schon 19, 20 Jahre auf dem Buckel. Also im Internet steht, sie 2000, 2001 errichtet wurde. Jetzt nochmal die nächstgrößere Variante zur N62. Ja, damals waren das echt riesen Anlagen. 80 Meter Rotordurchmesser. Ich schätze mal, die hat jetzt auch so 80 Meter Turmhöhe. Ja, das Maschinenhaus sieht schon ein bisschen lediert aus. Ja, die verschwindet dann auch im Zuge des Repowerings die nächsten Jahre. Ja, schade eigentlich. Was ich auch cool finde, dass die Anlagen hier alle den Turmfuß so grün angemalt haben. Sieht so aus wie die Enercon-Anlagen. Die echt cool, sollte man eigentlich bei allen Anlagen machen. Ja, die Anlagen hier im Windpark sieht man auch sehr gut von der A5 aus Richtung Norden, beziehungsweise von der Zugstrecke, die dann Richtung Offenburg-Karlsruhe geht. Und ja, die Anlage hier habe ich echt schon lange nicht mehr drehen sehen. Also kann auch sein, dass die defekt ist. Aber naja, je älter die Anlagen werden, umso anfälliger werden sie halt. Und gerade ja, die Anlagen mit Getriebe, glaube ich, nochmal anfälliger. Naja, aber dafür gibt es ja dann drei brandneue E160. Ohne Getriebe. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der S77. Die steht hier auf so einem Betonsockel. Das sieht man ja öfters bei Südwindanlagen. Beziehungsweise Nordex. Hat auch wieder den schönen grünen Anstrich. Da ist sie. Steht heute leider auch. Ja, was interessant ist, ich habe auf einer Karte gesehen, hier wo jetzt die S77 steht, soll eine der drei E160 errichtet werden. Schon krass, also hier ist echt alles schon ziemlich zugewuchert mit Sträuchern und ja, der Turm hier ist echt ziemlich platzsparend. Die steht hier ja so direkt neben im Forstweg. Gut, in 20 Jahren tut sich auch relativ viel, aber ja, spannend. Muss ich mal wieder zurückkommen, wenn hier dann die E160 steht, so in 2-3 Jahren. Ist bestimmt ein ziemlich geiles Bild. So, ich bin jetzt noch zum benachbarten Windpark gefahren. Das ist der Windpark Langenhardt. Ist einfach ein bisschen weiter nördlich vom Windpark Ettenheim. Gehört zu den Gemeinden Lahr und Seelbach. Hier stehen zwei Anlagen. Eine Südwind S77, Nordex S77 und eine Enercon E115. Ja, zu dem Windpark hier gibt es auch eine spannende Geschichte. 2005 wurden hier insgesamt drei Südwind S77 errichtet. Ja, leider steht jetzt nur noch eine davon. 2013 ist die
erste Südwind S77 komplett abgebrannt. Das war ein Totalschaden. Und an deren Stelle hat man dann die Enercon E115 2015 errichtet. Ja, wenig später, im Frühjahr 2019, ist dann die zweite Nordex S77 auch komplett abgebrannt. Auch wieder Totalschaden. Die stand jetzt zwischen der E115 und der S77, die jetzt noch steht. Ja, und da gibt es aber auch einen Antrag für eine neue Anlage. Da soll eine Enercon E138 gebaut werden mit 160 Meter Nabenhöhe und 4,2 Megawatt. Ja, ich glaube, die Genehmigung ist schon da. Und die Bauarbeiten sollten, glaube ich, dieses Jahr losgehen. Und ja, nächstes Jahr soll die Anlage dann errichtet werden und ans Netz gehen. So, hier stand dann scheinbar mal die Anlage, die 2019 abgebrannt ist. Hier steht noch der Betonsockel, wo die Anlage mal drauf stand. Ja, hier hinten steht die andere S77. Ah, da steht jetzt Nordex dran. Ja, und hier kommt dann wahrscheinlich auch die E138 hin. Also Genehmigung ist eigentlich erteilt, habe ich gelesen. Ja, mit den Bauarbeiten sollte es eigentlich diesen Winter losgehen. Und ja, die Bauarbeiten sollen dann nächstes Jahr beginnen und die Anlage soll nächstes Jahr errichtet werden und auch ans Netz gehen. Naja, mal abwarten, vielleicht tut sich ja in den nächsten Monaten was. So, jetzt stehe ich hier bei der letzten von drei Nordex S77, die überlebt hat, die noch nicht abgebrannt ist. Ja, Daumen drücken, dass die hier nicht auch noch abbrennt. Was ich mich immer gefragt habe, warum steht bei manchen Anlagen Nordex drauf und bei anderen Südwind? Ich meine, das ist ja genau die baugleiche Anlage wie die S77, die ich gerade eben gefilmt habe. Ich habe eine Erklärung dafür. Ja, die Anlage steht hier noch bis 2025. Also bis dahin läuft die Vergütung, wenn sie bis dahin nicht abbrennt, hoffentlich. Das ist echt verdammt ärgerlich, wenn zwei von drei Anlagen im Windpark abbrennen. Das habe ich echt noch nicht gehört. Vielleicht wisst ihr ja, ob das bei dem Typ hier schon häufiger passiert ist, dass die abbrennt. Ob das bei den Getriebe, ob das bei den Anlagen mit Getriebe irgendwie häufiger vorkommt als bei Getriebelosen. Würde mich mal interessieren. So, jetzt stehe ich hier bei der E115. Es ist die einzige, die sich hier so auf dem Höhenzug dreht. Aber da sieht man mal, was so eine hohe Nabenhöhe und natürlich auch ein größerer Rotor, was das für einen riesen Unterschied macht. Die ist halt auch eher für ja, windschwächere Standorte und eignet sich deshalb ziemlich gut hier. Dreht sich ganz gemächlich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne wieder Kommentare schreiben. Freue ich mich immer drüber. Und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald.